Laut, alt, restauriert und aufgemotzt. Die Rede ist vom Treckerfest in Kirchheim bei Euskirchen. Knapp 300 Fahrer der Arbeitsmaschinen haben sich über das Wochenende angemeldet. Das war aber nicht immer so, denn aller Anfang ist bekanntlich schwer und so hat man auch mal im kleinen Kreis angefangen. Das war 1996, auf Initiative von vier Leuten. Und das war mit einer alten Dreschmaschine fing es an. Da wurde Just for Fun. Wurde ein bisschen gedroschen hat und die Leute kamen immer mehr und das ist jetzt daraus geworden. Ja. Wo halt ungefähr 300 Traktoren kommen am Wochenende, wo ca. 1500 bis 2000 Leute hier sind. Bei so vielen Traktoren ist auch das eine oder andere Stück dabei, was das letzte Jahrhundert überdauert hat. Aber nicht nur das Alter ist besonders, auch die Vielfalt an unterschiedlichen Herstellern und die Bastellust der Aussteller. Wir haben halt hier noch einen alten Hannemark-Weißen vom Schindlergärt. Dann haben wir Glühkopf-Lanz, Bulldogs und wir haben alte Deutsche hier, Fahr, 17er Deutz, 17er Fahr, international. Also quasi die ganze Palette, was früher mal gelaufen ist in der Landwirtschaft und was von den Leuten halt dann auch hübsch hergerichtet worden ist. Hübsch hergerichtet ist auch der Traktor von Hobbybastler Gerd Schindler, der sein Fahrzeug nach allen Regeln der Kunst umgebaut hat. Ja, hier sehen Sie einen Traktor, einen Hannemark Robust 800. Der hat 80 PS, ist Baujahr 1966. Der ist schneller gemacht, der läuft 45 km/h. Ja, und dann die Restauration. Ich sagte, ich wollte einen Traktor haben, einen weißen Traktor, nicht einen roten oder einen grünen, sondern der wäre auffällt. So, überall, wo ich hinkomme, fällt der Traktor natürlich, fällt die Farbe auf. Und dann habe ich hier die Kuh. Die habe ich hier drauf, Besonderheit. Und dann ist noch eine Stereoanlage drauf von 1500 Watt. Ja, und das alles in einer Leistung, mit zwei Kumpels habe ich das gemacht. Und habe gebraucht ungefähr ein Dreivierteljahr. Zudem kann man das Verdeck wie bei einem Cabrio abmachen. Einmal an den Seiten die Befestigung öffnen und das Verdeck einfach nach hinten schieben. Für längere Aufenthalte hat sich Gerd Schindler etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Einen eigens angefertigten Wohnwagen, den er immer auf Veranstaltungen dabei hat. Hier stehen Sie vor meinem schönen Hänger. Der war früher mal ein Bauwagen. Den habe ich abgerissen bis auf den Boden und habe den alles Neue. Vorne ist ein Raum, da kann man sie übernachten. Aber nicht nur übernachten kann man in dem ehemaligen Bauwagen. Der Hobbybastler hat noch mehr Arbeit in sein Steckenpferd investiert. So, hier drinnen sind in dem Raum, das ist alles, was man so braucht, zwei Betten. Hier ist eine Wasseranlage drin, hier unten eine Wasseranlage, die pumpt das Wasser hoch. Hier ist ein Boiler, erhitzt sich das. Und hier habe ich, wie man so alles so braucht, wenn man im Camping ist. Das ist alles selber gemacht. Mit seinem Traktor kann man aber noch viel mehr machen. Was früher zur Navigation und Hilfe nur in wenigen Maschinen eingebaut war, ist heutzutage Standard. Also klar, am Anfang hat der Standard war zweckgemäß. Ja, das war halt nur zur Hilfe. Mittlerweile geht es ja dahin halt mit GPS und halt das ganze Know-how, was man hat, wenn man am Laptop hat, ist genauso wie mit dem Traktor drin. Ja, man braucht zum Beispiel einen Mähdrescher, kannst du mit dem Joystick steuern. Ja, und genauso ist es mit den neueren Traktoren auch. Das Fest nimmt jedes Jahr an Besuchern und Ausstellern zu, könnte aber nach Meinung von Bernd Metzen noch mehr vertragen. Klar, wir können immer noch Leute gebrauchen und Aussteller gebrauchen und Traktoren gebrauchen auf jeder Zeit. Im nächsten Jahr wird also auf jeden Fall wieder ein Treckerfest stattfinden. Dann kann man, so hoffen die Organisatoren von den Treckerfreunden Kirchheim 1996 e.V., noch mehr Gäste begrüßen. Ja. Thank you.